So, hallo miteinander. Wieder ist eine Woche rum. Wir sehen uns wieder hier auf der Matte zu den nächsten Übungen. Fangen wir auch gleich an. Heute brauche ich Bob dazu. Beim ersten Mal haben wir alles im Stehen gemacht, sind ein bisschen rumgesprungen. Beim letzten Mal waren wir, glaube ich, gehockt. Und jetzt machen wir es uns noch bequemer. Wir legen uns hin. Bob kommt mal dazu. Er legt sich mir gegenüber. Könnt ihr euch bequem hinlegen. Nehmt die Hände von eurem Partner, da können eure Eltern mitmachen, eure Geschwister. Und wir drehen einfach nach. Einmal links, bis hierher und wieder zurück. Und nochmal die runter. So dass euer Rücken schön warm wird. Hoch und noch einmal. Und nochmal. Genau. So. Das als Anfang, dass ihr schön warm werdet. Könnt ihr so lange machen, wie ihr Lust habt. Als nächstes werden wir mal die Beine hochnehmen, die Knie sind hoch von der Matte und die Hände hoch. Und nur halten. Wir halten das. Vergesst dabei nicht zu atmen, das ist ganz wichtig. Nicht einfach die Luft anhalten. Ja, die merken. So. Okay, zwischendurch könnt ihr nochmal ablegen. Schön den Kopf hinlegen, nicht einschlafen. Dann kommen wir nochmal hoch und jetzt brauchen wir unseren Partner. Wir kreisen dabei die Arme umeinander. Nicht auflegen, schön den Rücken hochhalten. Das ist gut für eure Rückenmuskulatur. Die braucht auch zum Rollen. Und wir können das auch andersrum machen. Okay. Gut. Und um das nicht nur auf die Arme zu beschränken, setzen wir uns hin. Ja. Eben Beine hoch, Arme hoch. Und machen das alles mit den Beinen. Sehr gut für die Bauchmuskulatur. Und das geht auch andersrum. Ich wünschte, ich hätte Bauchmuskeln, damit das hier einfach war. Okay. Gut. Noch eins zum Schluss, zum Warmwerden. Wir verbinden jetzt gleich mal Erwärmung und eure Fallübung. Wir setzen uns hin gegenüber, stützen unsere Beine hier ab und stoßen uns an und machen eine Rolle. Kommen wieder nach vorne gerollt, Beine wieder aneinander und abstoßen. Und wieder nach vorne. Und noch einmal. Hopp. Wenn es geht. Und wieder nach vorne. Gut, das alles so zwei, dreimal im Block hintereinander. Dann seid ihr auch für die nächste Übung warm. Danke. So, kommen wir dann zu einer neuen Schrittkombination. Ihr hattet ja das in den letzten Übungen einmal den Tenkan-Ashi, ihr könnt euch erinnern, ein andermal den Irimi-Ashi und Tenkan-Ashi. Jetzt werden wir die Verbindung aus beiden machen. Das nennt sich Taisabaki. Es ist zuerst der Irimi-Ashi, der Schritt nach vorn. Und der Tenkan-Ashi hinten rein. Ja. Und zusammen ein Doppelschritt. Wir hatten ihn vor einem Jahr schon mal in unserem Video drin. Da zeige ich euch kurz, was wir damals gemacht haben. Beim letzten Mal mit einem Stab gemacht. Ihr könnt die Hand drauflegen und einfach den Schritt um den Stab machen oder anfassen, Taisabaki. Habt ihr keinen Besen, keinen Stab, keinen Quirl zu Hause, nehmt Mama, Papa, eure Geschwister, eure Großeltern. Das geht nämlich auch. Ich zeige euch auch wie. Dazu brauche ich nochmal den Bob. Bob stellt sich einfach ganz ruhig hin und ihr könnt um ihn drumherum den Schritt machen. Ja? Entweder links vorbei
oder rechts vorbei, wie ihr wollt. Auf die Schulter fassen und an ihm vorbeigehen. Ja, nochmal auf der Seite. Vielleicht noch ein Hinweis, wenn ihr genau vor ihm steht, macht sich das ganz schlecht, da reinzugehen. Weil Bob, der steht wie eine Eins. Ja? Ihr müsst dann ein kleines Stück aus der Linie rausgehen und dann euren Schritt machen. So, Technikteil. Wieder eine ganz kurze, kleine Technik, die schon ein bisschen anspruchsvoller ist als die beim letzten Mal. Wieder im Knien, so dass nicht viel passieren kann. Euer Partner fällt nicht so hoch und ihr lasst einfach euer Wohnzimmer ganz, euer Kinderzimmer und zerstört dann nichts. Gut, wir bleiben also, wie gesagt, im Knie. Ihr sitzt euch wieder gegenüber. Ihr werdet wieder diagonal angegriffen, wie beim guten Tag sagen. Fasst nicht zu, ihr lasst eure Hand schön locker. Ja. Müsst jetzt natürlich, wie auch bei den Schritten, etwas aus der Linie gehen. Setzt euch hier daneben. Die Hand geht hier auf den Boden und die Hand geht hier hin und wirft ihn einfach an euch vorbei. Ja. Noch einmal. Hier rausgehen, die Hand geht zu Boden und die wirft ihn. Macht das schön langsam und ruhig. Ihr müsst eure Partner nicht kaputt spielen. Aus der Linie raus, die Hand zu Boden und hier werfen. So, wie versprochen, wieder ein Abschlussspiel. Diesmal wird es ein bisschen härter, das Abschlussspiel. Also da könnt ihr auch mal ein bisschen miteinander rangeln. Das geht auch mit eurem Papa oder mit eurer Mama. Was ihr braucht, ist einfach euren Gürtel auf dem Boden legen zu einem Kreis oder so ungefähr wie ein Kreis. Ihr stellt euch gegenüber. Am besten ihr zieht eure Anzüge an und versucht jetzt euren Partner da in diesen Kreis reinzukriegen. Ihr zieht und zieht und ja, ihr könnt auch links rumgehen hier. Versucht ihn da reinzukriegen. Wenn er es geschafft hat, habt ihr gewonnen. Wenn ihr da drin steht, habt ihr verloren. So einfach. Noch einmal. Einfach versuchen zu ziehen. Und schon ist man drin. Gut. Dann viel Spaß zu Hause in der nächsten Woche. Bis ja, in einer Woche. Tschüss. Euer Partner fällt nicht so hoch und das Möbel, Möbelteil. Stühle, Tische, Bänke.